Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und in dieser Ausgabe haben wir die Club Nintendo Variante vom Dezember 96. Und man sieht schon, großes Titelthema Donkey Kong Country 3. Das schien da anscheinend in den Startlöchern gewesen zu sein. Aber ich sehe ja auch hier gerade Lufia sind und anderen Themen. Natürlich das Nintendo 64. Ich weiß gar nicht, ob es das schon erschienen war oder kurz vorher. Nintendo 64 ist ja nicht so unbedingt meine Welt. Deswegen kann ich das nicht so hundertprozentig genau sagen. Aber irgendwann in dem Zeitraum ist es ja erschienen. Und dann haben wir hier noch das Kirby's Fun Pack. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Hier natürlich die entsprechende Werbung natürlich zum Titelthema, ist klar. Und natürlich das Frohe Weihnachten vom Team. Sehr schön. Und ich sehe gerade, Lufia ist hier wirklich großes Thema. Ich habe ja schon viel von euch gehört, die große Fans von Lufia sind. Ich persönlich habe da bisher nur ganz, ganz kurz reingespielt, irgendwie so die erste halbe, dreiviertel Stunde. Ich würde ja gerne mal wirklich alle von diesen RPGs von Super Nintendo irgendwie nachholen. Aber irgendwie, wenn ich das irgendwie machen will, dann will ich auch die entsprechende Zeit da investieren. Und die sind meistens ja relativ zeitaufwendiger. Und wenn ich dann die Wahl habe, einen schönen Gameboy-Test zu machen, von einem Gameboy-Spiel, wo das Spiel, ne, in einer Stunde hast du alles gesehen, so nach Motto, also ganz übertrieben gesprochen, dann ist das natürlich etwas besser, als wenn ich jetzt irgendein Super Nintendo-Rollenspiel durchgehe. Aber schauen wir mal, was für Abenteuer uns hier erwarten. Es gibt einen Terranigma-Wettbewerb. Und ich bin gerade irritiert. Ich wollte gerade sagen, ein Terranigma-Wettbewerb, wo man auch Terranigma gewinnen kann. Aber es ist Illusion of Time abgebildet. Deswegen war ich gerade irritiert, habe so nach links geguckt. Weil ich habe mir ja die Big Box ja letztens mal gegönnt. Und es sieht irgendwie anders aus. Ne? Die grobe Farbgebung, so bläulich. Okay, mit halb zugekniffenen Augen, okay, aber so, viele mehr Wettbewerbe und die Leserbriefe, die haben sie hier später dann an den Anfang gepackt, ne? Den ersten Ausgaben waren die irgendwie immer hinten irgendwo und hier relativ am Anfang. In der nächsten Ausgabe, Forum Spieleberater, das wäre natürlich auch interessant, wenn die da wirklich mal so alle Spieleberater mal vorgestellt haben. Wobei hier abgebildet sind ja nur die, also nur die, die wirklich bei den Spielen dabei waren. Schauen wir mal. Forum Filmumsetzung, ja, ich glaube, das war damals noch schlimmer als heutzutage. Heutzutage gibt es ja ein, zwei Spielumsetzungen, die okay sind, aber damals war das sehr grauenhaft. Ich sage nur hier, dieser Super Mario Brothers Film aus Anfang der 90er. Ich habe mal eine Dokumentation drüber gesehen oder eine Einordnung, ich weiß nicht, das war irgendein englischer Kanal, der das ziemlich gut dargestellt, warum der so geworden ist, wie er eben geworden ist. Und das hast du eine durchaus wirklich interessante Geschichte, die dahinter steckt. Aber das ist ein Thema für eine andere Seite. Dann haben wir hier Back to the Roots. Och, das ist ja cool. Dann zeigen sie hier mal die Anfänge vom Club Nintendo Magazin. 8 Jahre ist es anscheinend geworden. Wunderbar. Ich frage mich nur, warum sie hier mit der 491 anfangen. Die hatte ich ja auch schon hier behandelt. Aber ich frage mich wirklich ernsthaft, das gab doch frühere Ausgaben, ne? Genau wie das hier. War sie die Geburt? Aber hier haben sie nur 91. Schauen wir einfach mal, was Mitte der 80er Jahre als Interessengemeinschaft einiger Nintendo Freaks begann, hat sich inzwischen zu einem der größten Konsumentenclubs Deutschland gemausert. Ja, ist natürlich sehr vage, weil das ist ja, ich sag mal, überspitzt das Propagandablatt von Nintendo. Und es ist jetzt süß, dass das jetzt so darstellen. Hey, haben sich nur ein paar Nintendo-Freunde irgendwie zusammengetan und deswegen bringen wir diese tolle Zeitschrift raus. Nein, ihr wollt damit Werbung machen. okay, anscheinend hier nur blablabla, grober Überblick. Okay, ich werde es hier nicht alles großartig vorlesen. Aber diese Ausgabe, die fehlt mir auch noch. Die muss ich mir noch unbedingt mal holen, weil die ja vom Design hier auch noch so was komplett anderes ist als das. Ich habe die bei eBay mal hier und da mal gesehen. Ist natürlich nicht gerade billig, wie ihr euch vorstellen könnt. Deswegen habe ich mich da bisher immer etwas
ja, zurückgehalten, sage ich mal. Aber hier haben wir ja, viele Spiele habe ich hier schon echt besprochen. Das ist cool, dass es hier so eine Übersicht gibt, weil dann könnte ich mir selber mal abhaken, welche Ausgaben mir noch fehlen. Ich guck mal so grob über die Cover. Ich glaube echt, viele hiervon habe ich schon besprochen. Ne, hier diese 96er, da bin ich ja gerade dran. Ich habe auch noch eine andere Ausgabe von 96 hier auf Vorrat, die auch irgendwann mal besprochen wird. Aber von den frühen Ausgaben habe ich, glaube ich, zumindest viele. Aber gut, das für mich. Ich muss mich da, glaube ich, echt mal hinsetzen und katalogisieren, welche Ausgaben ich habe und welche nicht. Weil ich bin, das fällt so bei dieser Retro-Sammelei, das ist immer so ein bisschen der Beifang dieser alten Magazine und Spieleberater. Aber ich finde, die haben so eine ganz eigene Faszination, die dann auch irgendwie mit da drin ist. Weil die das einfach, es ist wie so eine Zeitkapsel einfach, wird man sofort zurück vom Design her gebracht und von der Schreibweise und so weiter. Herrlich. Kirby's Fun Pack für das Super Nintendo war, glaube ich, so eine Art Minispielsammlung, wobei Minispiele das schon, das etwas alles verhöhnt, so ist es natürlich nicht. Es sind aber es keine vollwertigen Kirby-Spiele, wo ihr wirklich stundenlang davor sitzen könnt. Ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Varianten waren dabei. Ach, sehen wir auch schon, die so als kleine Spiele für sich genommen schön sind und alles zusammen war ein rundes Paket oder ist ein rundes Paket. Gucken wir mal, das hier haben wir hier Diner Blade. Das sieht schon fast aus wie die normales Kirby so ein bisschen, nur halt etwas abgeschwächt. Dann haben wir The Great Cave Offensive. Also ich meine, die waren auch oft und teilweise irgendwie anders strukturiert. Bin ich mir aber jetzt gerade komplett unsicher. Ich will das Video allerdings jetzt nicht so in die Länge strecken, deswegen lese ich mich hier gar nicht so rein. Allgemein diese Blätterfolgen, ich gehe die so wie ihr hier live zum ersten Mal ein und teile mit euch so ein bisschen meine Gedanken auf jeden Fall. Dann haben wir hier Milky Way Wishes. Also grafisch sieht das natürlich auch wirklich wunderbar aus. Ne? Da sparen sie sich wirklich nichts, das ist super gemacht. Ja, hier haben wir hier heiße Action-Duelle und so weiter. Sind das die Bosskämpfe oder ist das ein Megaton-Punch? Kann sein, dass das quasi eins dieser Minispiele angesprochen ist, die sich so ein bisschen anders spielen als die übliche Kirby-Formel, nenne ich es einfach mal. Dann haben wir hier die neue Dimension of the New Dimension of Fun. Leute, haltet euch fest, wir gehen in die dritte Dimension. Ja, ich weiß, es gibt viele, viele Fans des Nintendo 64 draußen. Ich gehöre zum anderen Lager, genauso wie PlayStation 1. Diese ganz frühe, krude 3D-Grafik, die ist in meinen Augen einfach schlecht gealtert. Und irgendwie habe ich auch nie irgendwie diesen Hang zu 3D-Plattformern wie Mario 64 oder 3D-Zeldas wie ne Ocarina of Time. Die werden ja wirklich hoch und runter gelobt und sehen das die eine der besten Spiele, die es überhaupt gibt. Aber für mich persönlich, ich habe da keinen Bezug zu. Ich weiß es nicht. Also Zelda muss für mich 2D sein. Was das gut gemacht hat, ist hier Breath of the Wild. Das Neue war, dass sie das so ein bisschen erfrischend anders spielt. Deswegen finde ich das auch gut, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier Wave Race soll ganz gut sein, denn ich, wie gesagt, Mario. Aber diese frühen 3D-Spiele, die haben sich, sind nicht gut gealtert. Dann haben wir wie immer hier das Comic. Wie immer zeige ich euch das hier stillschweigend. Ihr könnt die Space-Taste drücken oder je nachdem, mit was für ein Gerät ihr schaut und euch das Comic selber durchlesen. Ich spare euch das Vergnügen, das irgendwie mit verstellten Stimmen nachzusprechen. Das kann nur schlecht enden. Das ist ganz schön langes Comic, ne? Donkey Kong Saves the World wahrscheinlich. Und dann haben wir hier Donkey Kong Country 3, Dixie Kongs Double Trouble. Ja, da war, also die, zur Einordnung, ist es glaube ich auch so allgemeiner Konsens. Das Spiel ist nicht schlecht, aber die ersten beiden Teile sind besser. Weil irgendwie ist hier der Kiddy Kong, genau, der ist nicht so der Bringer. Und irgendwie ist die Spielweise dann nicht so super, super irgendwie. Also der zweite Teil, den finde ich persönlich immer noch am besten, wobei ich natürlich
den erst nachgeholt habe. Ich hatte nur den ersten Teil als Kind und habe den wirklich hoch und runter gespielt. Das war ja diese Grafik, dass das überhaupt möglich war auf dem Super Nintendo. Das hatte mir damals in meinen Kopf weggepustet. Die anderen Spiele sind damals an mir vorbeigegangen, aber ja, also es ist ein gutes Spiel, um Gottes Willen, aber es stinkt halt schon so ein bisschen ab. Das ist so ein bisschen mehr vom Gleichen, nur halt schlechter, weil sie mussten natürlich jetzt irgendwie einen neuen Charakter hinzubringen, aber irgendwie hier so ein großes Baby, das ist halt nicht so unbedingt der Charakter, wo er sagt, geil, da habe ich Bock drauf und deswegen, schade, schade, wird hier natürlich groß gehypt. Auch vom Grafikstil hat sich, glaube ich, da nicht viel getan, wenn man das im Vergleich wahrscheinlich zum ersten Teil sieht, was ja schon einiges aus dem System rausgeholt hat. Liefert hier nicht so viel Neues. Genau. Und wir sind hier bei Tetris Attack, was komischerweise mit Tetris leider nicht so viel zu tun hat. Nämlich nur den Namen. Ihr habt nämlich nicht die klassischen Blöcke oder ähnliches, aber es gab ja von Nintendo selbst ja viele, viele dieser Puzzle-Spiele. Und Tetris Attack war halt so eins. Ich glaube, genau, es gab auch eine Gameboy-Umsetzung auf jeden Fall. Genau. Und das ist, glaube ich, ich habe es ja vor einiger Zeit getestet. Das Problem ist nur, es gibt so viele Puzzle-Spiele in dieser Art. Und ich habe wirklich schon einige getestet. Und wenn das so ein bisschen länger herliegt, dann überlege ich immer, okay, was war da jetzt dran besonders? Ich glaube, wenn ich hier diesen Zweier-Cursor ansehe, dass ihr das immer so ein bisschen kombiniert. Ich glaube, die Blöcke fallen automatisch von oben nach unten. Und eure Aufgabe ist es immer, zwei Blöcke zu tauschen. Und damit dann natürlich entsprechende Farbkombinationen hinzukriegen. Und dann, ne, klassischerweise, ihr kennt es, verschwinden die Blöcke. Das war, glaube ich, hier der Twist. Ihr merkt schon an der Beschreibung, das hat nicht viel mit Tetris zu tun. Und der Yoshi hat auch nichts mit Tetris zu tun. Aber irgendwie dachten sich wahrscheinlich so die Marketingleute, hey, wir haben ein neues Puzzlespiel, das ist ganz cool. Okay, lass uns mal Yoshi drauf klatschen, damit es etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt. Okay, Yoshi reicht aber vielleicht nicht, weil es schon so viele Puzzlespiele gibt. Also klatschen wir noch Tetris drauf. Verrückte Idee. Haben sie gemacht? Ja. Wie gesagt, hat mit Tetris an sich nichts groß zu tun, aber nun ja. Dann haben wir hier die Hotline. Ja, ich habe ja in den Kommentaren schon gelesen, dass einige von euch tatsächlich auch diese Club Nintendo Hotline angerufen hatten. Ich durfte es nie, weil die war ja damals kostenpflichtig. Aber nun ja, hier wunderbare Tipps. Die Schlümpfe reisen um die Welt. Donut in Maui Mallet. Wario Land, Toy Story. Wunderbar, haben ein Poster, was ein Poster ist. Sieht jetzt nicht besonders aus als Schlümpfe-Fan, okay. Kann man sich hinhängen. Und dann schauen wir mal hier. Haben wir hier weiter die Trick Zone. Und zwar mit dem üblichen Theme Park. Passwörter, dann haben wir hier Super Tennis, auch ein wunderbares Spiel. Gleich zum Start, ne, das ist ja irgendwie so in Stein gemeißelt. Wenn eine neue Konsole erscheint, zumindest damals, muss es ein Golf, ein Tennis und ein Fußballspiel dazu geben. Zumindest in relativ schneller Reihenfolge danach. Aber die wurden dann halt damals sogar von Nintendo selbst abgeliefert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch da habe ich vor Ewigkeiten mal einen Test gemacht. Auch ganz gut umgesetzt natürlich, aber nun ja, Super Soccer ist irgendwie besser, meiner Meinung nach. Secret of Evermore, natürlich Mega Man X3 sind wir da schon. Ha, doch schon soweit, okay. Klassik-Tipp Super Mario All-Stars. Da fühle ich mich jetzt gerade irgendwie verdammt alt, dass das da schon als Klassik-Tipp genannt wird. Ich glaube, das ist ja auch wirklich relativ am Anfang erschienen, irgendwann. Schauen wir mal. Dann haben wir hier die Schlümpfe Reise um die Welt. Das habe ich ja auch mal auf den Gameboy getestet. Hier wird es die Schlümpfe 2 genannt. Ich nehme mal an, es erschien ja damals irgendwie auf jedem System, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Und überall war es so Pi mal Daumen gleich, was auf dem Game Gear erschienen ist. Mega Drive bin ich mir jetzt gerade unsicher, aber würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es da nicht geschafft hat. Jede Version im Prinzip natürlich grob gleich, nur halt irgendwie in den Variationen etwas anders.
Schönes Spiel, finde ich persönlich sehr schwer. Ich erinnere mich hier an die Wasserfall-Levels auf dem Gameboy. Ist okay, ist nicht mein Favorite, ehrlich gesagt, aber kann man auch gut spielen. Ist wirklich erschreckend schwer, finde ich. Ne? Dafür, dass so beim Schlümpfen könnte man ja eher denken, hey, das ist so eher für die kleineren Kinder irgendwie gedacht, dass sie da vielleicht so ein bisschen vergebungsvoller sind, sage ich mal. Aber nein, es ist schwer, aber ist okay. Kann man spielen, aber dass das jetzt hier ohne Scheiß. Wie viele Seiten, ne? Wir haben hier Lufia als Thema. Donkey Kong Country, okay, 3. Die hat auch ordentlich Seiten bekommen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 Seiten. Kann ich mir wirklich nur so erklären, dass sie da so ein bisschen Marketinggeld reinbekommen haben. Interessant, aber ach. Nein. Ich habe euch belogen. Ich sehe gerade, es sind nicht 8 Seiten. Es sind 6 Seiten Super Nintendo und nur 2 Seiten in die Gameboy-Version. Ne? Also auf den ersten Blick, weil die natürlich hier mittlerweile schon die Screenshots durch den Super Gameboy gemacht haben und so, dass das so leicht farbig ist. Ich schätze mal, es war damals einfach einfacher, da einen Screenshot zu machen, was verständlich ist, wenn sie das so gemacht haben. Haben wir Street Fighter Alpha 2. Auch da gibt es bei euch viele, viele Fighting-Game-Nerds und ich habe nicht mal ansatzweise irgendwie Ahnung, wie das hier zeitlich einzuordnen ist und wie toll das ist oder wie schlecht das ist. Ich weiß es nicht. Aber macht einen guten Eindruck. Also für den Super Nintendo finde ich auch die Grafik ganz gut gelungen. Also ich habe ja wirklich Super Street Fighter 2 Turbo hoch und runter gesuchtet. Das habe ich mir von einem Kumpel geliehen, das habe ich nie selber gehabt. Und ich war ganz stolz, als ich den Singleplayer dann mal mit Honda durchgespielt habe. Aber ich habe nie das Genre irgendwie weiterverfolgt. Gibt es natürlich auch viele jetzt, die jetzt hinzugekommen sind. Hier die Nasen, die kenne ich alle noch. Aber hier Sakura, Jen, Aiden, Guy, Rolento, Birdie, Charlie, Akuma. Kenne ich alle nicht, aber ist krass, wie viel sie da schon wieder reingeklatscht haben. Ne? Kommen wir zu Lufia. Wie gesagt, leider keine tieferen Einblicke, ist aber auch ein wunderbares Spiel. Ich mag auch den Grafikstil so ein bisschen. Ne? Das wird ja nicht umsonst heutzutage oft kopiert, dieser Grafikstil. Ist einfach super umgesetzt. Ne? Das Typische, das haben sie auch damals ja bei Secret of Mana gehabt und bei Link to the Past und so weiter, dass sie da einfach wirklich viel, viel an Lösungen gemacht haben und dadurch, dass es etwas Mehrwert hatte. Ne? Weil damals, obwohl ich überlege gerade, wer das Spiel hatte, der hatte auch den Spieleberater. Und ich habe jetzt mir den Lufia-Spieleberater noch nicht so in der Gänze angeguckt, aber wenn er so ähnlich ist wie Secret of Mana, ist da doch schon die Komplettlösung drin. Deswegen, ich wollte jetzt eigentlich sagen, vorweg, hey, das war dieser super Service, dass sie halt so eine Komplettlösung gemacht haben, aber warum? Es macht keinen Sinn, warum? Na gut, es ist natürlich auch alles verkappte Werbung. Es war halt zeigen, vorweg, hey, guck mal, was für tolle Abenteuer euch hier erwarten, aber schon etwas kurios irgendwie. Dann haben wir Donkey Kong Land 2 auf dem Game Boy, wesentlich besser als der erste Teil. Weil beim ersten Teil haben sie einen Fehler gemacht, okay, wir haben diesen einzigartigen Look von Donkey Kong Country und der Game Boy ist so populär, also wollen wir es jetzt hier auf Krampf aber auch auf den Game Boy portieren. Das Problem ist, die haben es wirklich versucht, so quasi 1:1 so gut es geht wie möglich zu portieren und das wirkt viel zu unruhig und viel zu krisselig. Ne? Wenn ihr wirklich exklusiv rein für die Gameboy entwickelte Spiele euch ansieht, die haben einen für speziellen Stil, die achten darauf, dass der Hintergrund irgendwie sich einigermaßen gut von den Spielfiguren abhebt und so weiter. Und das haben sie im ersten Teil, finde ich, so ein bisschen verpatzt, haben sie hier beim zweiten Teil verbessert. Deswegen ist hier der zweite Teil auf jeden Fall besser. Die Donkey Kong Land Titel, übrigens auch tolle Anspielung, ne? An Super Mario Land, deswegen hat es nicht dämlich immer an Land genannt. Je weiter die Teile gehen, desto besser werden sie in der Hinsicht und dadurch auch besser spielbar. Deswegen der erste ist Geschmackssache, finde ich.
muss man nicht haben. Dann haben wir Terranigma. Auch hier habe ich nur ganz kurz reingespielt. Ich glaube eine halbe oder dreiviertel Stunde oder irgendwie sowas. Mir fehlt einfach die Zeit und die Motivation. Aber es finde ich cool, ist ehrlich gesagt, dass die Oberwelt so ein bisschen der realen Welt gleicht, sehe ich gerade. Finde ich cool. Macht einen schönen Eindruck. Auch da, ich muss da bei Gelegenheit echt mal irgendwie tiefer einsteigen. Jetzt haben wir noch weitere Comics. Okay. Ich glaube, das sind Leser-Comics, ne? die eingesendet werden. Das sieht man hier so ein bisschen an den Zeichenstil, aber sehr, sehr gut gemalt, muss ich sagen. Hier auch so ein ganz eigener Stil und so weiter. Finde ich echt cool. Respekt. Respekt. Comic Zone. Ach, von dem Comic Zone Wettbewerb. Also ohne Scheiß. Super gezeichnet. Auch hier mit den Stilen und so weiter. Finde ich sehr geil. Hut ab, wenn das jetzt Kinder hier waren. Hut ab. Selbst Jugendliche. Finde ich echt cool. Vor allem, weil hier auch so dieser 3D-Stil nachgemacht wurde. Nice, nice. Dann haben wir hier die Super Nintendo Charts, Zelda 3, Dauerbrenner, Yoshi's Island, Secret of Mana, Donkey Kong Country 2, Breath of Fire 2, war das hier so populär? Secret of Evermore, Mario Kart, Metroid, Demon's Quest, jo, im Prinzip keine Überraschung, dass Super Mario World so weit unten ist. Wahrscheinlich, weil es einfach so ein altes Spiel zu der Zeit ist und deswegen runtergerauscht ist, keine Ahnung. Haben wir hier die extra Disney Charts, ist ja süß. Gameboy Charts, Zelda, Dreamland 2, ja, Mystic Quest, Donkey Kong, Super Mario Land 2 und 3, finde ich auch. Donkey Kong Land, wie gesagt, der erste Teil, mit Vorsicht zu genießen. Kirby's Block Ball, Pinocchio, Hugo. Auf Platz 10, Four Adventures of Lolo. Kann ich mir nur erklären, dass da wirklich der Hugo-Hype irgendwie ganz oben war. Und dann mussten sie unbedingt was machen. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Dann haben wir hier Donald in Maui Mallard. Super, super Tipp. Geheimtipp, sage ich mal. Ach, das ist so die Disney-Ecke anscheinend. Auch für euren Game Boy Pocket. Ja, ist ja logisch. Wenn es für ein Game Boy ist, dann auch für ein Game Boy Pocket. Aber gut, das war damals vielleicht nicht so durchsichtig. Viele haben dann irgendwie vielleicht gedacht, hey, das ist ein ganz neues System oder sowas. Ich weiß es nicht. Deswegen schreiben sie es wahrscheinlich hin. Super Spiel war mein Tipp vom SNES Maniac. Den habe ich ja sehr nachgeholt und ich mag das Spiel echt. Ich mag diesen Stil, so ein bisschen Südsee-Flair und Voodoo-Flair mit eingestreut. Echt wunderbar. Pinocchio auch ein wunderbares Spiel. Also damals waren Filmversoftung durchaus nicht immer gleich automatisch Kacke. Kabel 1, ach hier die Hugo. Genau, Toy Story ist okay. Ich bin jetzt nicht so ein Überfan davon. Ah! Das Power-Paket, was kriegen wir euch denn? Das Power-Paket. Ja, ich bestelle. Ach, da war es schon kostenpflichtig, das Club Nintendo Magazin. Früher hat man das gegen Ausweis noch umsonst bekommen. Hier kostet es mittlerweile. Ach, dann kriegt man hier das Top-Secret-Heft mit dazu. Oh ja. Naja. Schöne Ausgabe. Ich finde für eine Dezember-Ausgabe, was ja wirklich so, hey, Weihnachten, Hype, Hype, Hype geht, ist das Ganze etwas wenig, auch für Nintendo 64. Gut, da habe ich natürlich jetzt auch mal großzügig drüber geblättert. Hätte auch mehr sein können, aber eine okaye Ausgabe, als Weihnachtsausgabe, hätte man hier und da vielleicht mal etwas mehr Content noch liefern können. Aber ich will mich nicht beschweren, war wieder eine sehr schöne Zeitreise. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Lieben. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.